Der Aktienmarkt korrigiert. Die Kurse vieler Qualitätsaktien brachen gestern teils deutlich ein. Wir schauen uns heute drei spannende Aktien an, die derzeit für Schlagzeilen, Negativschlagzeilen sorgen. Time to buy the dip? Die Antwort selbstverständlich in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Thiese. Es geht ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und jetzt geht es um drei Qualitätsaktien, die eine oder andere vielleicht etwas heißer zu diskutieren. Und an der Stelle noch ganz wichtig, keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Die Korrektur, in der wir uns derzeit befinden, sollte nicht allzu überraschend kommen, zumindest nicht für Zuschauer des Aktienfinder-Kanals. Ich habe mich ja hier damit schon beschäftigt, und zwar bevor die Korrektur angefangen hat, hier mit Nasdaq Crash voraus, Fragezeichen, so stark kann es abwärts gehen. Und hier auch nochmal Nasdaq reif für eine Korrektur. Und jetzt ging es mal ein bisschen weiter bergab, nochmal grobe Übersicht, wo stehen wir derzeit? Wir können hier in den Markt gehen und der Nasdaq, sind ja einige Aktien, die wir jetzt angucken, sind ja im Nasdaq notiert, die wir uns angucken werden. Und da spielt auch die lauteste Musik und da kamen ja auch die Aktien am stärksten zurück. Und wenn wir hier mal gucken, wieso teuer ist der Nasdaq 100 und nochmal ein bisschen näher reinzoomen, dann sehen wir, wir haben hier die Korrektur und wir haben jetzt momentan den Nasdaq mit einem ungefähr 33er KGV. Als ich dieses Video abgedreht habe, war das KGV noch bei 37. Also wir sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen die Überbewertung abzubauen. Aber man sieht hier deutlich, dass wir immer noch auf einem überhöhten Niveau sind. Der Durchschnitt jetzt hier von Spätjahr 2021, also die letzten drei Jahre fast, bis heute, da liegt das KGV bei um die 30. Also wir sind hier noch deutlich drüber. Wenn wir hier noch ein bisschen weiter rauszoomen, dann sieht man ja auch nochmal sehr schön, wo wir gewesen sind hier vom letzten Crash. Kannst du dir alles anschauen, auch kostenlos. Als kostenloses Mitglied siehst du das. Nochmal der Hinweis, dann hast du eine Grobeorientierung, wo wir derzeit am Markt stehen. Und zwar nicht nur für den Nasdaq 100, sondern du siehst hier auch das Ganze für viele andere Indizes, wie den S&P 500 und den MSCI World. So, jetzt kommen wir aber zu den drei Aktien, die ich mir mal anschauen möchte, die auch in vielen Depots sicherlich schon schlummern oder wo der eine oder andere die Aktie auf der Kaufliste hat, beziehungsweise auch vielleicht zum Nachkaufen sich schon ein Preislimit gesetzt hat. So, wie gesagt, gehen wir jetzt zum Aktienfinder rein und die erste Aktie, eigentlich relativ unspektakulär, LVMH. LVMH, wunderbare Aktie, langfristig. Und wenn wir mal hier in die Performance gehen, das machen wir immer zuerst, dann sieht man hier, dass die Aktie ja langfristig steigt. Wir können noch weiter zurückgehen, dann sieht man hier noch höhere Kursgewinne, selbstverständlich. Wenn wir jetzt aber hier mal die mittelfristige Perspektive uns anschauen, dann sieht man, dass man eher hier eine Seitwärtsbewegung hat. Hier und zwar ungefähr seit drei Jahren ist relativ wenig passiert. Und insbesondere, wenn wir uns hier mal Year-to-Date angucken, machen wir das Ganze logarithmisch, dann sieht man, dass es relativ bewegte Kurshistorie ist. Wir hatten hier tief gehabt bei unter 650 Euro. Dann ist die Aktie wieder gestiegen auf 870 Euro. Und jetzt hat sie wieder fast die gesamten Gewinne abgegeben. Jetzt nochmal leicht gefallen. Das ist schon die heutige Bewegung hier. Anschließend der Earnings ist die Aktie um knapp 5% gefallen. Was ist passiert? Man weiß ja momentan, dass der Konsument eher wackelt, sage ich mal. Aber LVMH als Branchenprimus galt lange Zeit als deutlich resistenter als andere Luxusmarken, wie beispielsweise Burberry. Nichtsdestotrotz, insbesondere in China, ging die Umsätze um 14% zurück, weil auch in China der Konsument wackelt. Die haben ja eigene Probleme wirtschaftlicher Art zum einen und zum anderen gibt es auch einen Sondereffekt, weil der japanische Yen so günstig ist, gehen viele Festlandchinesen dann auf nach Japan und shoppen sich dann oder decken sich dann dort mit Luxusartikeln ein. Und wenn man einen Artikel jetzt dann in Japan kauft, aufgrund des günstigeren Wechselkurses oder des ungünstigen Wechselkurses auch im Vergleich zum Euro, ist dann diese Handtasche zum Beispiel in Euro weniger wert für LVMH. Das heißt, da gehen dann halt auch die Umsätze und Margen nach unten. Die Umsätze sind um 1% gesunken im Vergleich zum Vorjahresquartal, was natürlich schlecht ist für einen Wachstumswert. Wobei auch hier wir Sondereffekte haben, insbesondere die Währung, also die Wechselkurse, da haben 3% Umsatz gekostet. Das heißt,
Eigentlich wäre das organische Umsatzwachstum bei plus 2% gelegen, ohne Wechselkurseinflüsse. Der operative Gewinn ist um 8% eingebrochen. Auch der wäre aber besser gewesen, wenn die Wechselkurseinflüsse nicht gewesen wären. Nichtsdestotrotz, so oder so, die Zahlen sind nicht gut, muss man so sagen. Und sollte wieder besser werden, genau. Wir haben darüber hinaus noch eine angespannte politische Lage, würde ich sagen, in Frankreich, dem Heimatland von LVMH. Da haben wir ja auch eine Brandmauer gegen rechts, ohne jetzt zu arg ins politische Detail gehen zu wollen. Aber die führt dazu, dass wir da in Frankreich eine Koalition haben, wo man sich ein bisschen so fragen muss, ob das wirklich passt, ob es da ein politisches Programm gibt. Und sie ist auch leicht, hat auch einen leichten Linksdrall, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ist ein bisschen ähnlich wie in Deutschland. Damit lassen wir es aber politisch gut sein. Aber könnte auch zu einer Belastung führen. Und ich hoffe, dass hier politische Börsen kurze Beine haben. Schauen wir uns das Ganze mal aus der Dividendenperspektive an. Nachdem der Aktienkurs zurückgegangen ist, kommen wir jetzt auf eine Dividendenrendite von 2%, was schon recht hoch ist für LVMH. Wir haben bei LVMH ja auch dynamisches Dividendenwachstum im Schnitt so von um die 15% pro Jahr. Das heißt, man kann damit rechnen, dass wenn man die Aktie heute kaufen würde, wir dann auch eine sehr schöne Entwicklung der persönlichen Dividendenrendite kriegen sollten. Also hier beispielsweise in der Prognose wäre das jetzt so, dass dann die Dividendenrendite, persönliche Dividendenrendite, also auf aktuellen Einstandskurs bezogen, bei knapp 2,5% liegen würde Anfang 2026, also in 1,5 Jahren. Die Dividende, dass die sicher ist und weiter steigt, ich denke, das kann man hier schön sehen. Das sind auch schon die neuesten Zahlen drin, 30.06., also die Dividende schön gedeckt. Ich denke, wir können jetzt auch gleich in die Bewertung gehen bei LVMH. Und zwar gehen wir hier in die Multiples rein. Der bereinigte Gewinn ist richtig. Hier sehen wir einen Ausreißer, also ging das KGV mal richtig nach oben, weil der Gewinn nach unten ging. Das war während Corona. Repräsentativer ist so ein Zeitraum, wenn wir den hier auswählen. Dann hätten wir hier ein durchschnittliches KGV bereinigt von um die 25. Und man sieht, dass das KGV mal wellenförmig sich entwickelt und mal drüber und mal drunter liegt. Und jetzt sind wir quasi wieder drunter mit einem KGV von hier knapp 23. Sind wir jetzt unter dem Schnitt. Also aus der Brille her, Perspektive her, dass sich die Aktie jetzt bereits schon wieder günstig aus. Interessant ist auch immer, wie sich das Ganze weiterentwickeln soll. Und die Analysten gehen hier weiterhin davon aus, dass LVMH den Gewinn steigern wird, obwohl jetzt hier der operative Gewinn um 8% im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen ist. Da wird es vermutlich auch die ein oder andere paar Anpassungen nach unten geben bezüglich der Prognosen. Und das müssen wir uns dann halt auch bei der Bewertung ein bisschen berücksichtigen. Und zur Bewertung kommen wir jetzt. Wir nehmen den bereinigten Gewinn, das sich so darstellt, legen mal den fairen Wert hier drüber und lassen das auch auf 10 Jahre alles. Ich denke, das ist soweit okay. Und hier sieht man nochmal den 25er Schnitt und momentan sind wir bei ungefähr 23. Und was das ergibt ist, wir haben hier faktisch schon eine Unterbewertung. Der faire Wert liege hier bei 710 Euro. Wenn wir jetzt hier einfach mal out of the box hingehen und sagen, was ist die Renditeerwartung hier, dann wäre die jährlich aufs Jahr, also über 2,5 Jahre, bei 16,8%, was ja schon recht attraktiv ist, würde ich meinen. Man kann jetzt auch nochmal hier den Prognosekorridor sich einblenden lassen. Da sieht man erstmal, wie hoch die Unsicherheit ist. Und das ist relativ niedrig, wenn wir hier auf der pessimistischen Seite mal die nehmen, um die Renditeerwartung zu bestimmen. Dann gehen wir jetzt immer noch auf 13,8%. Insofern, man kann natürlich noch ein bisschen tiefer stapeln und sagen, okay, ich gehe den fairen Wert noch weiter runter. Dann liege der nicht bei 930 Euro, sondern ich sage zum Beispiel 813 Euro im Jahr Ende 2026. Und dann hätten wir hier einen fairen Wert, der ist immer noch zweistellig, von 10,9% jährliche Renditeerwartung. Also so oder so, man kann es drehen und wenden, wie man will. Rein fundamental, basierend auf den aktuellen Analystenschätzungen der letzten 3 Monate, ist die Aktie tatsächlich günstig bewertet.
Und hängt jetzt natürlich davon ab, wie sich es kurzfristig entwickelt, insbesondere auch von China. Können wir nicht sagen, aber wer langfristig investieren will, für den ist die Aktie bereits jetzt attraktiv bewertet. An der Stelle nochmal keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Kommen wir mal zur nächsten Aktie. Und die nächste Aktie, die ist also deutlich spekulativer. Und zwar handelt es sich hier um Tesla. Wenn wir hier mal in die Performance reingehen und gucken, wie sich das Ganze so entwickelt hat, nochmal auf die letzten 10 Jahre, ich denke, das ist mehr oder weniger schon bekannt, dann sieht man hier, dass die Aktie wahnsinnig gut performte, hat einen Höchstkurs dann erreicht, gegen Ende 2021. Und seitdem haben wir im Prinzip hier eine sehr volatile Abwärtsbewegung. Wir hatten jetzt ist die Aktie nochmal richtig gekommen, von 140 oder 42 Dollar auf bis zu hier, wo waren wir? Auf bis zu 262 Dollar. Und dann hatten wir hier aber auch wieder einen Abverkauf. Sehen wir auch schön, wenn wir hier Year-to-Date machen. Und der Abverkauf, der war jetzt bei ungefähr 12%. Ne? 12,5, also fast 13% Abverkauf nach den Zahlen. Zu Tesla, zur Einordnung nochmal sagen. Das Problem, es gibt jetzt zwei Probleme aus meiner Sicht, mit denen Tesla zu kämpfen hat. Dass Tesla zu kämpfen hat, sieht man ja auch hier an der Gewinnentwicklung. Machen wir mal hier nur die Gewinne, dann sieht man es hier ganz deutlich. Und zwar sind die Gewinne jetzt rückläufig und für ein Unternehmen mit einer extrem hohen Bewertung ist das sowas Gift. Was führt dazu, dass wir hier rückläufige Gewinne haben, nachdem sie vorher förmlich explodierten? Liegt insbesondere an zwei Faktoren. Eigentlich liegt es an einem Faktor, aber der hat zwei Gründe. Und zwar der Absatz von E-Autos läuft nicht so gut, wie sich das Tesla erwartet hat, wie auch ich es ursprünglich dachte. Liegt zum einen daran, dass wir in den USA, aber vor allem in Europa, eine relativ schwache Nachfrage nach E-Autos haben. Gibt unterschiedliche Gründe, teilweise auch politischer Natur. Aber da gehen wir jetzt nicht so arg drauf ein. Also ich halte einfach fest, der Absatz von E-Autos läuft schwächer als erwartet in der westlichen Welt, sage ich mal. Und in der östlichen Welt, also in China, läuft es okay, aber da ist die Konkurrenz auch stärker als erwartet, als man es erwartet hat, noch im Jahr 2021 beispielsweise. Also die Konkurrenz ist unheimlich stark, auch dank Tesla, weil die ja Patente nicht auf Patente pochen, sondern Patente auch rausgeben. Also Tesla ist eine super Blaupause für die chinesischen Unternehmen, die besser im Kopieren sind als die westlichen Automobilhersteller. Ich denke, das kann man so sagen. Deshalb auch erfolgreicher sind an der Stelle. Macht aber Tesla wiederum auch zu schaffen, wenigstens jetzt hier kurzfristig. Was ist passiert während der Earnings? Die Zahlen, sage ich mal, aus meiner Sicht fielen irgendwo oder lagen irgendwo im Rahmen der Erwartungen. Ich denke, dass die Aktie jetzt so abverkauft wurde, hatte damit zu tun, dass die Aktie halt einfach heiß gelaufen ist. Ein bisschen auf die Zahlen mal einzugehen. Bruttomarge ist immer noch okay mit 14,6%. Wir haben ein stark wachsendes Energy Storage Segment. Das ist ja das hier. Energy Storage hier da oben. Und was da interessant ist, dass die Bruttomargen knapp 25% betragen, also höher sind als beim Automobil verkauft, das ist okay. Wobei ich denke, dass dieses starke Wachstum auch dem geschuldet war, dass man Batterien halt von der Automobilproduktion weggenommen hat, hin zu den Energiespeichern in diesen Powerwalls etc. Gut, wir haben noch einmalige Restrukturierungskosten von 622 Millionen US-Dollar, die ebenfalls auf den Gewinn gedrückt haben. Positiv haben wir hier diese Regulatory Credits, die 708 Millionen Euro betrugen. Und ohne die, wenn man die einfach rausrechnet, wenn man, dann wären wir sogar beim Umsatz unter dem Vorjahresquartalsumsatz gewesen. Also wenn wir diesen zusätzlichen Gewinn durch diese Gutschriften ausgerechnet hätten, mit einem so hohen Gewinn gerechnet hätten wie im Vorjahresquartal, dann hätten wir sogar Umsatzrückgang gemacht beim Gewinn von Tesla. Wie gesagt, und es ist ja aber alles Gift, wenn wir eine Bewertung haben, die so extrem hoch ist. Ich will jetzt nochmal das KGV, fürs KCV. Und dann sieht man das Ganze hier. Wir hatten mal, als die Aktie schon mal korrigierte, da war das KCV, also der Aktienkurs fast 100 Dollar nur erreicht hatte, da lag das KCV bei hier um die
25. Momentan liegt es hier bei so über 50. Und das heißt, wir sind hier immer noch recht teuer unterwegs. Wir nehmen hier mal, wie gesagt, das KCV, also den operativen Cashflow für die Bewertung. Und dann blenden wir das hier ein. Und dann sieht man, denke ich, relativ schön, dass wir hier eine starke Überbewertung hatten. Das heißt, dass hier sehr viel Fantasie einfach war. Fantasie, die ich teilweise auch geteilt habe. An der Stelle soll ich vielleicht auch mal sagen, wo jetzt die Musik spielt bei Tesla, ist jetzt weniger im Automobilbau, sondern mehr wieder in der Zukunft, also Richtung FSD, Richtung Optimus, also diese Roboter, die ab nächstem Jahr richtig was machen sollen in Tesla-Fabriken. Und natürlich beim Robotaxi, was vorgestellt werden soll, jetzt im Oktober statt im August. Das ist also sehr viel Zukunftsmusik hier. Und Tesla ist jetzt wieder mehr Spekulation, als es hier war, meiner Meinung nach. Hier war es einfach nur hoch bewertet, aber wenig Spekulation, weil es im Automobilbau sehr gut funktioniert hat. Jetzt haben wir leider wieder eine etwas spekulativere Aktie. Und man sieht auch hier die Überbewertung. Und der aktuelle faire Wert liege bei 170 US-Dollar. Wir haben auch hier schon die aktuellen Zahlen. Und damit ist die Aktie überbewertet. Jetzt gehen interessanterweise Analysten auch davon aus, dass der operative Cashflow relativ deutlich, kurzfristig relativ stark ansteigen soll. Hab mir überlegt, woran kann das liegen? Könnte daran liegen, dass das Working Capital, also das Umsatzvermögen, nach unten geht. Das heißt, dass man viele Autos auf Halter hat und die dann abverkauft, dass wir den operativen Cashflow vorher belastet und würde jetzt entlassen. Das wäre eine Möglichkeit. Jedenfalls, wenn wir hier mal gucken, da hätten wir eine Renditeerwartung bis Ende 2026 von jährlich 13,4%, was für Tesla eher niedrig ist. Zum einen und zum anderen mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, blenden wir den Prognosekorridor ein. Dann sehen wir, dass es auch durchaus auch Stimmen gibt, die von einer Nullnummer bis hier Ende 2026 ausgehen. Also genau eine Nullnummer. Der faire Wert liegt da genau da, wo heute der Aktienkurs ist. Das heißt, aus meiner Sicht drängt sich ein Aktienkauf von Tesla, der Tesla-Aktie derzeit nicht auf. Also kann sein, dass die Aktie noch deutlich weiter korrigiert und dass das hier erst der Anfang war. Wie gesagt, sehr spekulative Aktie derzeit. Kommen wir zur nächsten Aktie und die ist wieder alles andere als spekulativ, ist vielleicht die stabilste überhaupt und zwar Visa. Trotz aller Stabilität aber auch hier Abverkauf. Gehen wir erstmal auf 10 Jahre, dann sieht man hier schön, wie der Aktienkurs sich entwickelt hat, positiv. Wir sehen aber auch hier, dass in den letzten Jahren hier relativ wenig Fantasie war, insbesondere hier zur Zeit vom Corona-Crash bis, sagen wir mal hier, Frühjahr letzten Jahres, da lief die Aktie fast seitwärts. Wir haben dann aber, gehen wir zurück, hier eine relativ gute Entwicklung gehabt, jetzt mal kurzfristig. Vom Spätjahr bis hier Frühjahr diesen Jahres rein. Und jetzt haben wir wieder den Abverkauf. Also year to date sind wir mit der Aktie tatsächlich im Minus. Ich glaube, nach den Zahlen ist die Aktie relativ deutlich gefallen. Ja, für Visa-Verhältnisse um 4%. Dabei sind die Analystenschätzungen jetzt gar nicht so stark verfehlt worden. Also es war echt mikroskopisch. Beim Gewinn pro Aktie um 1 Cent. Und beim Umsatz pro Aktie um 60 Millionen, das ist beim Umsatz, der Visa macht nicht sehr viel. Die machen Umsatz von über 34 Milliarden im Jahr. Und wenn man dann im Quartal um 60 Millionen verfehlt, ist nicht so viel. Ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt. Kreditkartenumsätze sind um 5% im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel gestiegen, also im Vorjahresquartal. Wenn wir uns die Dividende anschauen, dann sehen wir hier, liegt die momentan bei 0,8%. Das ist an sich nicht besonders hoch, aber erstens schon mal deutlich höher, als es in der Vergangenheit war. Und zweitens haben wir hier ein Dividendenwachstum im Schnitt um 17% pro Jahr. Das heißt, bis Spätjahr, kurz vor Ende 2026, hätte man immerhin mal eine Rendite von 1,1% auf den Einschaltskurs bezogen. Man muss einfach hier bei Visa lang genug dabei bleiben, damit sich das die absolute Dividendenrendite bzw. persönliche Dividendenrendite dann auch ein bisschen hervorhebt. Nichtsdestotrotz eine sehr gute Aktie für
eine Dividendenwachstumsstrategie. Selbe gilt auch übrigens für LVMH. Wenn wir hier in die Bewertung reingehen, dann sehen wir, dass wir Corona-Gewinner hatten bei Visa durch den verstärkten Onlinehandel selbstverständlich. Und jetzt haben wir hier wieder eine Korrektur. Wir sehen, wir haben hier einen Schnitt von um die 29. Und wir waren hier mal recht günstig unterwegs gewesen. Dann ist die Aktie ja gestiegen, was ich gezeigt hatte. War leicht überbewertet. Und jetzt sind wir wieder so in die Unterbewertung reingerutscht. Gucken wir uns das Ganze mal hier an. Bezogen wieder auf den fairen Wert. Und dann machen wir also fairen Wert auf das bezogen auf den bereinigten Gewinn. Entschuldigung. Und dann sehen wir erstmal den bereinigten Gewinn und dann für fairen Wert bereinigt. Legen wir einfach so drüber und jetzt tun wir mal ein bisschen rein. Und dann sehen wir auch jetzt schön, dass wir da durch den Kursanstieg leicht in die Bewertung reingekommen sind. Und jetzt haben wir eine Korrektur, jetzt sind wir wieder leicht in der Unterbewertung. Und so richtig super günstig wird die Visa-Aktie eigentlich nie gefühlt jedenfalls. Das heißt, der Kurs sieht jetzt schon, kann ich sagen, attraktiv aus, mit einem KGV bereinigt von hier aktuell 27, mit Wachstumsraten, stabilen Wachstumsraten im zweistelligen Bereich, so um die 13% pro Jahr, und haben wir hier eine Renditeerwartung von 18% jährlich. Ist jetzt für mich eigentlich von allen drei Aktien tatsächlich die attraktivste Aktie derzeit, Visa. So, es gibt noch andere Aktien, die ihre Earnings jetzt rausgehauen haben, wie Alphabet oder Pepsi, die auch eingebrochen sind. Also bei Alphabet waren die Zahlen eigentlich gut gewesen. Umsatz lag 2% über den Erwartungen, Gewinn pro Aktie sogar 25% über den Erwartungen. Aber da war es halt die Sorge um AI, die hohen Investitionen in AI. Und die Sorgen halt über das Geschäftsmodell, die Auswirkungen des Geschäftsmodells, können Sie das überhaupt monetarisieren und wie wirkt sich das auf Ihr Werbegeschäft aus? Der AI-Boom, das ist genau das, was ich eh schon gesagt hatte, hier in dem Video. Deshalb gehe ich da nicht nochmal drauf ein. Nvidia, gab es keine Quartalszahlen, ist auch abgestürzt. Nvidia habe ich hier in dem Video gemacht, vor 11 Tagen, gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Und Pepsi, relativ unspektakulär, würde ich mal sagen. Da haben wir das Sorgenkind bei den Snacks in Nordamerika in erster Linie. Auf der einen Seite Preisdruck von Frito-Lay America, dem Segment, und dann Quaker Foods wegen eines Rückrufs. International läuft das Geschäft. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann wieder läuft. Ich mache jetzt die Aktie nicht auch noch. So, sonst wäre das Video zu lang. Könnt ihr selber machen, gerne. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hat ein bisschen Schnupfen gehabt. Ich hoffe, das hat jetzt nicht euch allzu arg gestört. Schreibt gerne ein paar Kommentare, welche Aktie beispielsweise ist für euch jetzt am attraktivsten bewertet von den dreien oder insgesamt. Wünscht euch noch, dass ich die eine oder andere Aktie jetzt die nächsten Tage analysiere. Und ja, kommentieren wir einfach im Kommentarbereich weiter. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao!